Gemeinde.tv meldet sich für den Melker-Newsflash heute direkt aus Ips an der Donau. Denn hier arbeitet der frisch gekürte Europameister im Schneepflugfahren und wir dürfen ihn für ein kurzes Interview besuchen. Manuel Luger, 29 Jahre alt, aus Bergland, arbeitet bei der Asfinag Autobahnmeisterei hier in Ips und ist gerade frisch gekürt worden zum Europameister im Schneepflugfahren. Herzliche Gratulation dazu. Wie kommt man zu so einem Titel? Ja, es hat interne Ausschreibungen gegeben von der Asfinag, da haben wir sich gemeldet und da war ich halt einfach der Bessere. Hab bei den Staatsmeisterschaften mitgefahren, da habe ich nicht so viel gerissen, bin trotzdem reingewurschtelt dann bei den Europameisterschaften und bin nur so weit gekommen. Richtig, richtig cool. Und wie schaut so ein Bewerb aus? Wie kann man sich das vorstellen? Ist das ein riesen Parkplatz, wo mehrere Schneepflüge herumfahren oder wie ist das geplant gewesen dort? Ja, das Ganze hat ja stattgefunden in Duin in der Feuerwehrschule, da ist ja viel Platz. Da waren 12 Hindernisse aufgebaut. Wir haben einen Bremsbocken haben wir noch anschieben müssen in einen Kreis rein und Rohre haben wir in ein Viereck reinschieben müssen. Dann über Rampen drüber mit einem Hindernis zum Oberscheren und lauter so Sachen halt. Und woher kannst du das so gut? Ist das dein privates Hobby auch oder trainierst du da in der Firma immer im Winter? Nein, wir haben, wenn wir sie beworben haben, dann haben wir intern ein bisschen trainiert. Mit meinem anderen Kollegen, der was auch noch mitgefahren ist, von Kärnten auf. Und da haben sie das alles selber aufgebaut. Wir haben ja nur ein Ziel gekriegt, dann auch 4 Ziel. Da ist 1 zu 300 umgestanden, das haben wir alles selber Wasser messen müssen. Und so haben wir dann trainiert. So einen großen Platz, so wie er dort war, haben wir nirgendwo gehabt. Jetzt haben wir immer nur Station für Station haben wir das aufgebaut gehabt und das haben wir halt dann so ein bisschen geübt. Sehr coole Sache. Aber das Training geht jetzt weiter, weil du darfst tatsächlich noch zur Weltmeisterschaft fahren. Hast du schon Ahnung, wann und wo das stattfinden wird? Ja, 2026 angeblich, haben sie gesagt, in Frankreich. Und ich freue mich schon recht. 2026, ich schreibe mir das in meinen Kalender, aber wir drücken auf jeden Fall die Daumen und alles, alles Liebe. Ips ist sicherlich gewappnet, Bergland auch. Also wir haben hier auf jeden Fall den besten Schneepflugfahrer weit und breit. Danke für das Interview. Dankeschön. Und ebenfalls aus Ips kommt unser Gemeinde-TV-Ausflugstipp für die letzten schönen Herbsttage, nämlich direkt hier von der Donaulände vom Sparefroh-Spielplatz. Er ist erst ein halbes Jahr alt, aber laut Bilanz der Stadtgemeinde ist er sehr beliebt. Und das Beste daran ist der schöne Ausblick. Den nächsten Newsflash gibt es in 2 Wochen wieder. Vielleicht dann direkt aus eurer Gemeinde. Ideen? Herzlich willkommen. Einfach eine Mail schreiben an uns über www.gemeindetv.at. Das ist unsere Homepage und hier findet ihr auch immer alle unsere Beiträge.